Der Raceway-Rennrei in den Niederlanden. Hier kämpfen 21 NASCAR Late Models um den Titel in der LMV8 Series. Eine Herausforderung für die Teams und Action pur für die Zuschauer. Großer Motorsport nicht nur auf der Strecke. Beim RacingTotal.de Team laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ihr Fahrzeug? Ein Original NASCAR im Ford Mustang Look. Fahrer ist der Langstreckenprofi Markus Stipp. Wir haben beim ersten Rennen die Reifen angefahren, die neuen, die Bremsen eingefahren, haben ein Rollout gemacht. Und das zweite freie Training konnte ich leider nicht mitfahren, hatten wir noch ein technisches Problem. Und jetzt geht's gleich zum ersten Rennen und es ist Sprung ins kalte Wasser, aber ich gebe mein Bestes. Für Barry Maaßen lief das Training perfekt. Er ist einer der Favoriten. Ja, heute Morgen habe ich nur der erste Training gefahren und da war ich der Schnellste. Das war einfach gut. Und sie ist die vielleicht schnellste Holländerin, Milou Metz. Ich habe heute Morgen nach das Wetter geguckt. Hoffen für die Sonne. Regenreifen sind klar, aber besser ist die Sonne. So, ich hoffe, dass die Sonne kommt. Doch erstmal machen es die Regengötter spannend. Während die F1 Stockcars noch fahren, verzögert sich der Start. Zu gefährlich. 5000 Rennsportfans warten nur auf eins. V8-Motoren. Und sie werden nicht enttäuscht. In der Boxengasse herrscht reges Schlagbohrerschwingen. Die Teams wechseln auf Slicks. Die Voraussichten waren auch schlecht, aber wir haben doch ein volles Haus und da bin ich sehr zufrieden mit. Die Spannung kurz vor dem Rennen steigt. Deswegen geben wir zum Start ab an unseren NASCAR-Kommentator Pete Fink. Wir sind auf dem Raceway Venray, ungefähr 20-30 Kilometer hinter der Staatsgrenze gelegen in Holland, in der Nähe von Mönchengladbach. Wir sind auf dem schnellsten Oval in ganz Europa, ein Halbmeilen-Oval, ein Short-Track, ein richtiges Schmuckkästchen. Mit einem Banking von 24 Grad. Es ist die LMV8 Series, die niederländische Meisterschaft der Stockcars. 450 PS Boliden. Es regnet am Osterwochenende. Schwierigste Bedingungen, unter anderem für die 46, für unseren deutschen Starter, für Markus Stipp. Den sehen wir hier in dem blauen Auto. Ford Mustang Silhouette. Milou Metz ist hier in den Warm-Up-Laps. Die schnelle Holländerin, die Blondine. Und dann geht's los. Strecke gerade abgetrocknet, in Venray, green, green, green für die LMV8. Hier fahren wir mit Markus Stipp, der Rookie, sein erstes Rennen in dieser Stockcar Series. Umgedrehte Startaufstellung, deswegen darf er von ganz vorne fahren. Die 14, Barry Maaßen, einer der großen Favoriten. Und dann kracht schon auf der Startzielgerade die 1 und die 2 kommen sich da ins Gehege. Ralf Verbeckt und Dave Van Halem. Heftiger Abflug auf der Startzielgerade vor ungefähr 5000 Zuschauern hier. In Venray, Safety Crews sind sofort an Ort und Stelle. Auch in Holland wird ganz, ganz schnell gearbeitet. Alles nach dem großen Vorbild der Amerikaner. NASCAR ist natürlich ein amerikanischer Sport. Aber auch in Europa machen die Stockcars immer mehr Furore, machen immer mehr los. Und dann können wir wieder loslegen. Green, green, green. Restart in Venray. Die 71, Milou Metz vorbei mittlerweile an der 46, Marco Stipp. Und dann kommt die Meute und jagt den deutschen Rookie. Da kommt er aus der VLN, aus der Langstreckenmeisterschaft, muss sich natürlich erst noch an das Oval-Racing gewöhnen. Hier auf der Außenbahn wird er überholt. 24 Grad Banking, also richtig steile Kurvenüberhöhung. Das ist der Blick auf Turn 1, Turn 2. Hier fahren wir mit Barry Maaßen und er schüttelt den Kopf, der schimpft. Technische Probleme an der 14. Einer der Top-Favoriten wird ausfallen, da geht er schon an die Box rein. Wir vermuten mal irgendwas mit Thema Benzin. Benzinpumpe ist kaputt. Nichts zu machen. Nichts zu machen, sagt er und schüttelt mit dem Kopf. Einer der Top-Favoriten, die 14, ist draußen. Warum die 14? Er ist ein Fan von Tony Stewart und dann sehen wir auch den Deutschen. Marco Stipp wird hier langsam, rollt hier nur noch um den Kurs. Pech für den Rookie in seinem ersten Rennen. Kommt er nicht ins Ziel. Nur Rang 14, Rang 2 für Milou Metz, die sehen wir hier gewonnen hat. Patrick Den Bigela. Und dann hören wir uns an, was Marco Stipp zu sagen hat. Der Start war gut, die ersten paar Runden waren ganz gut. Konnte ich hinten, konnte ich mithalten hinter dem zweiten auf zweiter Position.
und bei dem Restart nach dem Unfall wahrscheinlich irgendwie ein Gegenstand eingefahren. Wir hatten hinten rechts einen Platten und da war das Auto eigentlich unfahrbar, hat über alle vier Räder geschoben, hatte Wheelspin und konnte leider den Speed nicht mehr mitgehen. Marco Stipp hat noch Potenzial und Milo Metz beendet den Lauf erfolgreich als Zweite. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben in allem sehr hart gearbeitet. Aber es ist schwer. Wetter war scheiße, hast du selber gesehen. Regen, Sonne. Aber die Sonne kam raus, Wagen war super, Reifen waren super und dann geht das. Die Sonne kommt nicht nur den Fahrern gelegen. Für Fans bietet der Raceway Venray entscheidende Vorteile. Sag mal dreimal nah. Nah am Auto, in der Boxe, die Zuschauer, wir stehen hier, redet Antwort. Nah zum Fahrer, die können mit den Fahrern reden, Autogrammstunde, nah an der Strecke, unmittelbar hinter der Mauer oder die Tribüne. Und natürlich halb Meilen oval, man sieht die Fahrzeuge. Hier ist hier Action pur. Action pur, das ist auch das Stichwort fürs Finale des Osterrenntags hier in Venray. Kommentiert natürlich von Piet Fink. Ja. Wir sind wieder in Venray. Wir sind beim Hauptrennen wieder mit Marco Stipp. Mit unserem deutschen Rookie mit der 46, der hier versucht, die 76, den Australier Garrett Newman, hinter sich zu halten. Ja, Venray, wunderbares Oval, ich hab schon gesagt. 24 Grad, ein richtiges Schmuckkästchen und ein Riesenpech. Für die Blondine im Feld, für Milo Metz mit der 71. Technischer Defekt und ein Crash, wieder Barry Marson. Also zwei der Top-Favoriten gleich früh draußen im Hauptrennen. Hier nochmal onboard die Aufnahme von Barry Marson. Da geht's schon schief, da guckt er schon in den Rückspiegel. Auto dreht sich und er geht genau vor der Riesentribüne auf Turn 1. Ja, in die Mauer, in the wall. Das Aus für die 14, das Aus für die 71. Wieder zwei Top-Favoriten früh draußen im Hauptrennen von Venray. Barry Marson kann zwar weiterfahren, aber das signalisiert er seinem Unfall. Gegner, Achtung, pass auf, dein Auto vorne links komplett zerschossen. Fahr besser an die Box, fahr besser zum Service. Die 47 ist es, Patrick Kessel, und dann warten wir mit den 5000 Zuschauern in Venray auf den Restart. Markus Stipp hält sich gut, fährt damit, kann in der Lead Lap bleiben. Das ist das erste Ziel immer für einen Rookie, bis die nötige Erfahrung da ist. Ja, da wird das Auto nochmal inspiziert. Und der Restart mit dem neuen Leader, mit Jos Kulpers und die gelb-rote 23. Wir haben sie gerade noch gesehen, das ist Stefan Oberndorfer. Auch er fährt um ein Podium mit und Marco Stipp, die 46, hält sich richtig gut. Der wird möglicherweise in Top 5 nach Hause fahren können. Momentan ist er Fünfter. Barry Marson fährt wieder mit, ist natürlich hoffnungslos zurück. Oh, und da wird er noch geschnitten. Marco Stipp, schwierige Situation für den Neuling, für das NASCAR Greenhorn. Aber viele der Konkurrenten kann er hinter sich halten und dann fällt die Zielflagge in, wenn Rai gewinnt. Jos Kulpers vor Stefan Oberndorfer und Marco Stipp. Gratulation, wird toller Fünfter. Ja, fürs erste Rennen, was ich jetzt komplett zu Ende gefahren bin, wo die Technik alle mitgespielt hat, mit dem fünften Platz bin ich schon zufrieden. Spektakuläre Rennaction auf dem Raceway Venray. 6 LMV8 Rennen gibt es hier dieses Jahr. Ein tolles Erlebnis kurz hinter der holländischen Grenze. Für Fans absolut empfehlenswert.